Ja, hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Shantae. Das Finale steht endlich an. Wir werden uns Risky Boots stellen und hoffentlich die 4 Steine zurückholen, bevor sie damit ihre Dampfmaschine betreiben kann. Und ich bin schon verdammt gespannt, wie das wird. Weil wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir jetzt zu Mimic an seinem Dock. Und das werden wir jetzt auch direkt mal tun. Wir werden ihm einen Besuch abstatten und ihm beichten müssen, dass wir leider versagt haben. Risky hat alle 4 Steine. Das ist ein Desaster. Unsere einzige Chance ist es nun, Riskys Versteck zu finden und sie aufzuhalten, bevor es zu spät ist. Vielleicht, wenn du zum höchsten Punkt fliegst, kannst du einen besseren Umblick über das Land kriegen. Es ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Also, mach dich dran! Zum höchsten Punkt fliegen, das heißt, wo genau ist der höchste Punkt? Jetzt einfach hier hoch, oder wie stellst du dir das vor? Nö. Mount Point, hier müsste dann der höchste Punkt sein, oder nicht? Okay, ich bin verwirrt. Ich gehe einmal eben aus den Scuttletown Gates raus und gucke mich jetzt hier um. Also vielleicht kann ich ja hier hochfliegen, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ansonsten werde ich einfach mal zu Mount Point hier gehen und da hochfliegen. Nö, hier geht es nicht weiter, okay. Ja, dann ist es auch eine gute Sache, dass ich mir den Bandit Town Teleport geholt habe. Übrigens, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt 5 große Heiltränke, 5 kleine Heiltränke und 9 mittlere Heiltränke. Und ich habe noch 99 Edelsteine übrig, die wahrscheinlich noch mehr werden. Ich glaube, das ist grammatikalisch sogar korrekt, oder? Das klingt aber sehr seltsam. Na, wie auch immer. Bennettown. Runter, hoch, B links, B rechts. Okay. Nicht zu kompliziert. Runter, hoch, B links und B rechts. Das müsste es gewesen sein. Jo, wunderbar. Also ich habe auch noch keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Ich habe mir, wie gesagt, vom Walkthrough nur angesehen, wo ich die ganzen Collectibles finde noch. Also die Glühwürmchen und so. Und ansonsten habe ich echt keinen blassen Schimmer, wo ich hin muss, was zu tun ist, was mich erwartet. Und ich bin wirklich so gespannt, wie ihr es seid, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Von daher, es ist jetzt alles absolut blind. Also, es war vorher auch schon blind, aber dass ich den Walkthrough benutzt habe, das war halt nur so halb blind. Ich wusste ja, wo die Sachen liegen dann dadurch. Das war ja geschummelt. Ja, es war geschummelt. Sagen wir es gerade heraus. Aber ich wollte es halt alles suchen. Oder beziehungsweise alles haben. Und der Mr. Jack Smith hätte mich sonst geschlagen. Hallo Mr. Jack Smith, wie geht's dir? Ich weiß, dass du zuguckst. Denn du wolltest ja, dass ich alles aufsammle. Aber, wie auch immer, jetzt habe ich ja alles und, jetzt bin ich bereit, meiner Nemesis gegenüber zu treten. Risky, wir holen dich, wir werden dich besiegen, wir werden dich sowas und fertig machen. Flap, 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 flap. Aha, okay, nicht auf die Schrägen kommen. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen, was passiert ist. Sondern schön hier hoch. Ah. So, das ist der höchste Punkt, den ich im Spiel gesehen habe bisher. Deswegen fliegen wir einfach mal hier nach oben. Da ist ein Teufelchen. Was bringt mir das? Da ist nichts. Was meinte er mit dem höchsten Punkt? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nein, nein. Da sind überall Eiszapfen, an die ich nicht drankommen möchte. Dann gucken wir uns mal weiter um. Vielleicht haben wir ja irgendwo irgendwas übersehen. Ich hoffe es zumindest. Denn ansonsten habe ich wirklich keinen blassen Schimmer, wo ich jetzt hin muss. Hier ist auch nichts. Wo können wir noch hochfliegen, um einen besseren Überblick zu bekommen? Das ist im Archer Forest vielleicht? Denn da kommen wir praktisch von der Seite hierher. Also, wir sind ja nicht vom Ghost Forest aus dahin gegangen, sondern von der Seite hier. Vielleicht ist da ja noch irgendwas, oder kann ich hier hoch? Probieren wir das doch mal aus. Ne, das sind auch nur Eiszapfen. Das ist doof irgendwie. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Hätte viel spezieller sein können. Aber nun gut. Fliegen wir mal hier hoch. Hier ist aber auch nichts mehr. Hier sind nur irgendwie komische Viecher. Ja, wo muss ich denn dann hin? Leute. Sagt mir das mal. Ja, da sterbe ich bestimmt, wenn ich da reinfalle, ne? Da wäre ich nicht rübergekommen. Ohne die Spinne zumindest.
Ja, ja, lass mich. Du mich immer in Ruhe. Wo zur Hölle muss ich denn jetzt hin? Ich hab echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist doch doof. Nein, nicht darunter. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Komm, diesmal ist fertig und dann teleportiere ich mich nochmal nach Scuttletown und rede nochmal mit Mimic. Vielleicht hat er mir noch irgendwas genaueres zu sagen. Oder zumindest kann ich mir nochmal anschauen, was genau er jetzt gesagt hat. Denn bei meinem Pointy habe ich nichts gefunden. Das ist ärgerlich. Oder muss ich in irgendeinem anderen Gebiet? Ich bin aber auch in vielen Gebieten schon oben lang geflogen. Deswegen ist es wirklich seltsam. Okay, komm her. Was hast du? Oh, okay, das sieht irgendwie billig aus, das Meer und der Horizont. Naja, egal. Risk geht alle für Steine, das ist ein Desaster. Unsere einzige Chance ist es jetzt, Riskys Versteck zu finden und sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Vielleicht, wenn du zum höchsten Punkt fliegst, kannst du einen besseren Überblick über das Land kriegen. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Okay. Würde ich ja gerne machen, aber wo ist denn der höchste Punkt? Muss ich jetzt einfach mal durch jedes Gebiet gehen und in jedem Gebiet ganz oben lang fliegen? Das ist doch auch irgendwie doof, oder? Ich meine, das ist doch... Vielleicht hätte ich mir doch angucken sollen, wo ich hin muss. Weil das ist jetzt echt lahm, oder... Moment, ich versuche nochmal bei seinem Dock einfach hochzufliegen. Und irgendwie... Irgendwas müssen wir ja machen können, ne? So, runter und B... Ich dachte eigentlich, der gibt uns jetzt irgendwie noch einen Hinweis oder so. Nee, hier geht's nicht lang. Komm, nochmal. Geh wieder auf Mimics Dock. Ich habe noch nicht alles angeguckt. Ich wollte gar nicht das Gebiet verlassen. So. Ja, seht ihr, ich habe schon wieder 100 Edelsteine. Ich kann mir 10 Herzen heilen. Nee, hier ist aber auch nichts. Oh, alter Mann, sag uns mal was Genaueres. Wo müssen wir hin? Mann. Dann bleibt uns ja nicht mehr viel übrig. Nee, tanzen möchte ich jetzt nicht. Ich möchte einfach nur Riskys Versteck finden. Ich möchte jetzt nicht einen Part nur rumlaufen, ohne irgendwas hinzubekommen. Das wäre traurig. Okay, wir gehen einfach mal hier in die Scarecrow Fields. Und bestaunen da hinten den Berg. Und fliegen jetzt einfach mal ganz hoch. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. So, höher komme ich nicht. Jetzt fliege ich einfach mal das gesamte Gebiet hier oben ab. Vielleicht finden wir was, vielleicht auch nicht. Ja, wir finden nur fliegende Statuen, fliegende Säulen, die uns nichts weiter bringen. Oder versteckt ihr den Eingang zu Riskys Versteck, ha? Sagt doch Bescheid, wenn ihr was wisst. So. Ist nichts? Nein, die Teufel wissen auch nichts. Oder was könnte sonst mit dem höchsten Punkt gemeint sein? Ich bin immer noch der Ansicht, dass das der Berg sei, aber... Moment, vielleicht in den Eagle Mountains? Vielleicht gar nicht Mount Pointy, sondern das Gebiet davor? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich glaube, das probiere ich jetzt einfach mal aus, denn irgendwie sehe ich es jetzt nicht als sinnvoll an, wenn ich hier überall lang zu fliegen. Das bringt ja nicht wirklich was. Ah, das war runter, hoch, B links, B rechts, wenn ich mich nicht irre, oder? Na, war das richtig? Das war richtig wunderbar. Dann machen wir uns doch gleich mal auf den Weg. Und, Affe. Erstmal Affe. Ach, wunderbar, es ist wieder Tag. Das macht die ganze Sache nochmal ein Stückchen einfacher. Aber, das ist doch jetzt doof. Doof ist das, sage ich euch. Richtig doof. So. Na toll, ja, genau, das ist noch döver. Mann, ich will nicht sterben. Ich will einfach nur wissen, wie ich weiterkomme. Kapier das doch, Spiel. So, hüpf. Da komme ich natürlich nicht hoch. Na gut. Dann versuchen wir es nochmal. Hopp, hopp. Und... Och, das kann doch nicht wahr sein. Bin ich wirklich so blöd? Bin ich zu blöd, da einmal runter zu springen, ohne in die Stacheln zu gehen? Ja, anscheinend schon. Okay, Moment, ich fliege erstmal hier hoch. Vielleicht hat sich hier noch irgendwas versteckt. Nein, anscheinend nicht. Na gut. Ach ja, komm. Versuchen wir mal so. Oh, ich habe es geschafft, so runterzukommen. Ja, immerhin eine Überraschung, eine positive. Ich fliege jetzt einfach mal ganz nach oben. Vielleicht finden wir ja irgendwas hier. Ich folge einfach mal diesen Überhang. Immer weiter nach oben. Ne, hier ist auch nichts.
Aua. Nur Teufelchen, die mich angreifen außerhalb des Bildschirms. Mistviecher. Nee, hier ist aber auch nichts. Ja, jetzt bin ich wieder außerhalb des Ausgangs und jetzt kann ich hier hochfliegen. Ah, na gut, Moment. Ich fliege jetzt mal die gesamte Ebene hier ab. Das muss doch, der meint doch bestimmt den höchsten Punkt mit Pound Mounty. Mount Pointy, so. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Deswegen, vielleicht ist ja hier irgendwo doch ein geheimer Gang zwischen den Stacheln versteckt, den man bloß nicht findet, wenn man normal im Kopf ist, weil man vor den Stacheln Respekt hat und nicht sterben möchte, so wie ich, indem man einfach die Stacheln reinfliegt. Das ist nämlich unschön. Ich muss ganz vorsichtig hier fliegen, weil die Kontrolle von der Harp hier so komisch ist. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich kann nicht so viel reden. Ich könnte höchstens irgendwelchen zusammenhanglosen Blödsinn labern, der für euch überhaupt keinen Sinn ergeben würde, also noch nicht mal unterhaltsam wäre. Ah. Aber ich glaube, das lasse ich besser. Ne, da unten ist der Tempel und hier ist sonst, geht's ja nicht weiter, ne? Ne, jetzt geht's wieder runter. Ah, nicht in die Stacheln. Vorsicht, 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 Vorsicht. So. Noch weiter runter. Ja, und hier oben war doch irgendwas versteckt. Da war, glaube ich, ein Herz. Ein Heartholder. Meine ich, mich zu erinnern. Na gut, dann fliegen wir halt nochmal weiter runter und gucken hier noch ein bisschen. Kann ja nicht schaden. Zur Not wissen wir dann, dass da nichts mehr ist. Aber ich würde jetzt echt gerne wissen, wo ich lang muss. Sonst frage ich... Ja, genau. Ich wusste, dass das passieren wird. Es war sowas von klar, dass ich einfach durch die blöde Steuerung da reinfliege. Spiel, du gehst mir auf die Nerven. Echt. Du bist schön, aber nervig. Ja, lass mich doch einfach in Ruhe. Meine Güte, ist das denn so schwer zu verstehen, dass ich einfach nur durch möchte und einfach nur... Fick dich, Spiel. Fick dich. Tut mir leid, dass ich solche Worte benutze, aber es geht mir gerade ziemlich auf die Nerven. Oh, ich dachte, jetzt würde ich schon wieder drauf landen. Okay. Nochmal. Ich würde euch jetzt auch ungern einen ganzen Part präsentieren, wo ich nur sinnlos rumlaufe und nichts finde. Moment, war hier nicht noch irgendwo? Hier war nichts mehr. Nee, hier kam ich nicht hoch. Oh. Okay, wo ist der? Da genau, hier ist die Decke. Hier war ich. So, jetzt Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Du fliegst mir zu schnell. So. Na? Das ist aber auch... Man braucht ewig lange, um gegenzusteuern, wenn die einmal in irgendeine Richtung fliegt. Das ist furchtbar. So, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, das ist mir egal. Wenn du dich vom Teufelchen treffen lässt, dann hast du halt ein halbes Herz weniger. Das soll mich jetzt nicht kümmern. Hauptsache, du lässt dich nicht von den Stacheln treffen, Chanta, ey. Das wäre nämlich unschön. Okay. Nee, nix. Ja, warte, hä? Okay. Dann gehen wir einfach mal nach Oasis Town oder nach Watertown. Ich habe gerade den Tanz der Watertown drin. Und fragen mal den dort ansässigen Typen, der uns geholfen hat, wo wir denn jetzt bitte hin müssen. Denn, die sagen uns hoffentlich noch irgendwas. Safe Room Badehaus, bla 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 bla. Bolus Gazebo. Gazebo, da wollen wir hin. Was ist ein Gazebo? Das würde ich gerne wissen. Hast du eine Ahnung, wo wir hin müssen? Komm, hilf uns weiter. Risk geht alle vier Steine. Du gehst besser nach Scuttletown und warnst Mimic. Ja, toll, aber Mimic hat mir nur gesagt, ich soll irgendwo hochfliegen am höchsten Punkt und... Oh, ernsthaft? Spiel, tu mir das nicht an. Was willst du denn von mir? Was soll ich tun? Oder soll ich das in der Mudbog-Area machen? Weil die Mudbog-Area ist so düster und böse und... komisch, mit komischen Viechern. Ich fliege jetzt einfach da hoch. Vielleicht bringt mir das irgendwas. Keine Ahnung. Das sind riesige aufgespießte Insekten. Riesige aufgespießte Insekten sind immer ein Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht ganz richtig ist. Ne? Von daher. So, und diese komischen schwarzen Viecher sind da sowieso. Von daher, und ich kann sie nicht, immer noch nicht besiegen. Ja, okay. Nein, ich wollte nicht zurück in die... Chantae, tust du bitte einmal, was ich möchte? Ich werde hier sehr verwunden. So. Einmal hoch. Komische fliegende Viecher. Und nichts. Okay, dann fliegen wir jetzt einmal komplett durch Mudbog durch. Und dann habe ich echt keine Ahnung mehr, was ich tun soll. Dann
habe ich, bleibt mir nur noch übrig, dass ich wirklich durch jedes Gebiet einmal oben lang fliege. Was aber vollkommen bescheuert wäre. Aber was anderes, ich meine, oder hat der irgendwas gesagt, was ich jetzt übersehen habe? Denkt ihr euch jetzt irgendwie so, oh, das ist doch offensichtlich. Mach doch das und das. Weil irgendwie, helft mir. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Wirklich, das ist ja schlimmer als jedes NES-Game. Toll, jetzt bin ich wieder hier. Wunderbar. Komm, geh zurück nach Scuttletown. Und dann gehen wir mal jedes Gebiet durch. Es bleibt mir ja nichts anderes mehr übrig. Dum-di-dum-di-dum. Ja, ein tolles Spiel. Ein wundervolles Spiel. Nur nicht am Ende. Wenn man nicht weiß, wo man hin muss, dann ist es... Ah! Die Elefanten grinsen. Muss ich vielleicht selber zum Elefanten werden und mit den Dingern sprechen. Ich kann hier nicht hören. Mann... Ja, hier war ja nichts, das hatten wir ja schon. Ich bin ja schon einmal komplett am oberen Rand lang geflogen, wobei es wundert mich ein wenig. In den anderen Gebieten kann ich über den oberen Rand hinaus. Hier stoße ich mir am oberen Rand den Kopf und komme nicht weiter hoch. Das ist irgendwie seltsam. Ist hier vielleicht irgendwo ein Geheimgang oder so? Moment, bei den fliegenden Säulen vielleicht? Das möchte ich jetzt ausprobieren. Wenn das ist, dann... Oh, Gnade dem Spielgott. Nee, hier ist nichts. Hier ist absolut nichts. Und auf den fliegenden Säulen war, glaube ich, sowieso irgendeine Attacke für eins von meinen Gestalten. Dumm, die dumm, die dumm. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben, Superfax. Du findest es schon. Also, ich habe ja nichts dagegen, irgendwas zu suchen. Aber auf einer Aufnahme ist das doch furchtbar langweilig, oder? Ich meine, ist das hier für euch unterhaltsam? Ich meine, wahrscheinlich schon, weil ihr mich leiden seht und beziehungsweise hört. Aber... an sich, das Suchen ist doch total stinklangweilig, oder? Hm. Ja, hier, guck mal, hier kann ich wieder oberhalb des Bildschirms. Nur in dem Gebiet hier nicht. Warum auch immer. Ich meine, ist hier irgendwas auf einer Zwischenhöhe irgendwo vielleicht? Oder nur bei Nacht? Oder guck mal einfach mal. Ich fliege jetzt einfach mal hier. Ich bin sowieso gleich tot. Hm. Ja, ein Treffer noch. Natürlich. Versuch mal den nächsten zu erwischen. Aber das ist, wie gesagt, schwerer, als es aussieht oder als es erscheint. Aber immerhin bin ich gut ausgewichen. Okay. Ja, und hier sind Säulen. Ja, genau, hier sind wieder die Säulen. Und ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ja, ich bin tot. Wunderbar. Leute, das Spiel mobbt mich. Ich mag nicht mehr... Ich habe mich so gefreut, jetzt endlich so... Ja, ich dachte mir, jetzt treten wir Chantae gegenüber. Genau, ich trete gerade Chantae gegenüber. Ich habe meine Nemesis gefunden. Ich dachte, wir treten so schön Risky Boots gegenüber und schlagen uns durch ihr Piratenschiff oder so. Das kann man von meinetwegen auch fliegen. Und dann kämpfen wir gegen ihre Steam Machine und machen sie voll fertig und feiern schön, weil wir gewonnen haben, aber... Davon kann ich ja jetzt nichts machen und nichts zeigen, weil ich nicht weiß, wo ich weiterhin muss. Weil mir der blöde Mimik keine genaueren Hinweise gibt. Bis auf, ja, geh zum höchsten Punkt und flieg da hoch und guck mal. Fly to the highest point. Ich flieg ja hier überall hoch, aber wahrscheinlich missinterpretiere ich das gerade und muss eigentlich was ganz anderes machen. Aber ich habe keine Ahnung was. Guck mal, der guckt nach oben. Ist vielleicht hier der Highest Point? Nein, anscheinend nicht. Okay, dann geht's weiter. Ins nächste Gebiet. Toll. Yay. Nein, nicht zurück. Oh. Sorry, Leute, aber... Ich hoffe, ihr versteht das. Dass diese... Ja, jetzt habe ich auch nur noch einen dunkelblauen Hintergrund. Weil das Spiel, das möchte uns jetzt gar nichts mehr Spannendes zeigen. Ja, ich hoffe, ihr versteht gerade meine Unmut ein wenig. Denn ich habe wirklich keinen blassen Schimmer und ich werde wahrscheinlich in die Lösung gucken müssen. Ich werde erstmal den Part hier hochladen und euch dann einmal fragen, wo ich weiter muss. Ob ihr irgendeine Idee habt, was ich tun könnte, das werde ich dann ausprobieren. Wenn das nichts hilft, dann werde ich mal einen Walkthrough befragen. Kann ich vielleicht hier rein? Ist das vielleicht der Highest Point hier oben irgendwie so? Die geheime Waterfall Area ist damit vielleicht gemeint. Wer weiß. Mal schauen. So, komm. Genau!
Greif nicht den Teufel an, spring in die Stacheln. Das kannst du ja so gut. Ja. Verhöhne uns nur. Wir finden deine Basis schon, dann mach ich dich fertig. Deinen Hut hänge ich mir dann als Trophäe an die Wand, direkt neben deinen riesigen Säbel. Okay. Das heißt Krieg. Krieg, hast du mich gehört, Risky Boots? Ich werde dich vernichten. Ich glaube, es ist schneller, wenn ich mich erstmal ins Badehaus begebe. Und von da aus dann nach Watertown. Denn dann kann ich direkt nach links rüber in die Waterfall Area. Was war das für ein komischer grüner Oger? Naja, egal. Interessiert mich jetzt nicht. Mich interessiert nur, wie ich zu Risky Boots komme. Okay. Watertown war runter, hoch, rechts, links, BA. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, ich habe das... Na toll, jetzt habe ich zu spät gedrückt. Okay, nochmal. Runter, bla, bla, dumm, die dumm, die dumm und das und... Teleportier dich bitte. Jawohl, ich habe mir den Tanz richtig gemerkt. Okay. So, dann brauche ich einmal die Harpin-Form bitte. Wärest du so lieb? Ansonsten tanze ich gleich einfach 10 Minuten, um den Part rumzukriegen und zu heulen. Mann, das ist doch unfair. Also nicht unfair, aber das ist doch Kacke. Ich meine, wem macht das Spaß, einfach sinnlos irgendwie rumzulaufen und irgendwas zu finden, was irgendwo sein soll, wo man keinen blassen Schimmer hat, wo es sich befindet? Okay. So. Komm her. Nein. Ja. Danke. 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 Da ging's. Was ist das? Da war bestimmt irgendwas. Das ist mir jetzt egal. Da war irgendwas und das habe ich eingesammelt und jetzt habe ich's. Bla. Hab hier. War ich hier schon mal? Hier oben? Ja, da waren Glühwürmchen, meine ich, mich zu erinnern. Aber. Ach, egal. Komm. Dumm, 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 dumm. Achtung. Nicht, dass da Stacheln an der Decke sind, in denen ich wieder sterbe. Jämmerlich. Komm, du verletzt mich auch nicht. Ich will meine vollen Herzen behalten. Sonst schlage ich dich. So. Das ist jetzt auch ziemlich weit oben, oder nicht? Ist jetzt hier vielleicht was? Ich flieg einfach mal. Dumm, 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 dumm. Nein, hier ist natürlich rein gar nichts. Wer hätte das gedacht? Wer hat damit gerechnet? Das ist ja... was für ein Erfolg, nicht wahr? Und Würmchen, die uns nicht mögen. Oh, das ist... Hey, hier geht's hoch. Aber hier ist auch nichts. Oh, wie schön. Das ist so, ich fühle mich so großartig, dass ich hier nichts finde. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ein schöner Tag. Ein schöner Abend. Ein schönes Spiel. Schöne Stacheln und schöne Teufelchen und schöne Tomaten und schöne Spinnen. Und könnt ihr alle mal... Ja, komm, stirb du mal. Und ja, komm, triff mich. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ich meine... Ich bin ja noch nicht genug gebeutelt. Ich habe ja noch Leben. So. Edelsteine. Edelsteine bedeuten Herzen. Ab jetzt. Also, seitdem wir den Tanz haben. Ja, das habe ich natürlich noch nicht kaputt gemacht. Natürlich. Weil, ich will ja nicht wissen, wo das endet. Nein. Natürlich nicht. Ich will ja nur wissen, wo ich hin muss. Weil... For the Lulz und so. Ja, nein. Ihr tötet mich natürlich, bevor ich den Tanz anwenden kann. Kommt, dann machen wir das so. Ich stelle mich hier drauf und tanze hier. Okay, ist das ein Deal? Ja, das ist ein Deal. Ihr wollt mich nicht mehr treffen. Das ist schön. So. Ja, Leute, ich glaube, ich werde den Part gleich beenden. Denn ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wo ich überhaupt hin muss. Ich weiß es nicht. Ich habe mich so gut vorbereitet und habe alles gesammelt und geholt und dididil und yada yada. Oder yada yada yada. Mir hat irgendwer mal gesagt, ich soll das dreimal sagen, weil sonst ist es doof und... Ich weiß auch nicht, worüber ich jetzt noch gerade labern soll, denn das ist gerade, das ist schlimm. Normalerweise, wenn ich irgendwie dann spiele, irgendwie fallen mir dann ganz viele Sachen ein, über die ich labern kann. Und wenn ich nur sage, ja, was ist denn, wenn ich das und das mache und hier und guck mal da und oh, ist das schön und jada, jada, jada. Ja, jetzt habe ich es dreimal gesagt, zufrieden. Und, aber wenn ich dann irgendwie nur stumpf rumlaufe und irgendwas suche, dann fällt mir nie ein, was ich erzählen soll. Das ist furchtbar. Ich meine, das kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr selbst Let's Plays macht. Der ein oder andere, der mir zusieht, macht ja Let's Plays. Oder Mr. Jack Smith oder der Depp vom Dienst zum Beispiel. Aber ja, hier in der Rainfall Area wird auch nichts sein.
Okay, Leute, das hat keinen Zweck. Ich beende den Part. Tut mir leid. Ich habe eigentlich gedacht, das Finale kommt jetzt und ich werde Spaß haben, aber dem ist leider nicht so. Schreibt mir in die Kommentare, wo ihr denkt, dass es vielleicht weitergehen könnte, wenn ihr eine Ahnung habt oder wenn ihr eine Idee habt, dann bitte schreibt es mir. Ich habe nämlich absolut keinen blassen Schimmer. Ansonsten werde ich einen Walkthrough zu Rate ziehen. Das ist mir jetzt egal, das ist nicht schön, das ist doof, aber ich weiß. Aber ich möchte dieses Spiel wirklich endlich beenden. Ich möchte jetzt nicht noch zig Parts einfach irgendwie sinnlos rumlaufen. Das ist nicht schön, nein. Ich werde nochmal eben nach Oasis Town ziehen und dann die dort ansässige Fragen, die hier die Sky mit Sky's Hatchery fragen. Moment, geht doch Vögel, vielleicht weiß die ja noch irgendwas. Ansonsten, der Rotty Tops will nur mit mir das Rennen machen, das bringt nichts. Und in Bandit Town war risky, von daher. Also runter, hoch, rechts, rechts, BR, okay. Ansonsten, ich habe wirklich keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Mehrfach. Ey, was denn? Ich habe doch richtig getanzt. Okay, nochmal, komm hier. Das und das und dann nimm das und nimm das. Teleportier dich. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, was ich schon mal gesagt habe. Und es ist irgendwie... Nee. Sowas von bescheuert. Aber sowas von... Du kennst dich doch mit hohen Orten aus, oder? Whiskey has all four stones. Hey, ein Programm funktioniert nicht mehr. Hey, ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Ich hatte gerade ein kleines Problem. Bla, bla, bla. You'd better get this title town in 1 minute. Bla. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt da einfach durch das Licht fliegen. Ist das das Licht am Ende des Tunnels? Ist das Spiel vorbei, wenn ich da hochfliege? Natürlich. Natürlich. Das ist das einzige Ding, was im Vordergrund ist. Weil, warum auch nicht? Ne? Das sieht doof aus. Okay, Leute. Das hat keinen Zweck. Ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann weiß ich hoffentlich, was wir tun müssen. Und, ja, das war ein sehr erfolgreicher Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.